Erst gab es einen wahnsinnig lauten Knall und dann viel Rauch. Nach einer Explosion bricht gestern Nachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Görlitz ein Feuer aus. 12 Menschen werden dabei verletzt, darunter mehrere Kinder. Dichter Rauch kommt aus dem Mehrfamilienhaus in der Rauschwalder Straße in Görlitz. Für die Rettungskräfte ein schwieriger Einsatz. Das Haus war ohnehin baufällig und ist durch die Explosion noch stärker beschädigt. Es dauert bis in die Nacht, ehe die Brände gelöscht sind. Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. Ich habe Fernsehen geguckt, weil ich heute frei habe, und da habe ich Knallen gehört. Und dann bin ich auf den Balkon rausgegangen und da habe ich gesehen, wie eine Frau ein Kind hinten rausgehalten hat. Das Kind hat eine Rauchvergiftung. Insgesamt erleiden durch die Explosion 6 Erwachsene und 6 Kinder im Alter zwischen 3 und 11 Jahren teilweise schwere Verletzungen. Nach Polizeiangaben kamen die meisten Opfer aus dem benachbarten Polen, wie auch der Besitzer des sanierungsbedürftigen Hauses, in dem es weder Strom noch Wasser gab. Die Bewohner versuchten jetzt nach dem Kälteeinbruch wahrscheinlich mit Propangas zu heizen. Momentan ist unsere Kenntnis so weit, dass beim Anheizen eines Ofens mit Gas gearbeitet wurde und es dabei zu einer Explosion gekommen ist. Diese Propangasflaschen hat die Feuerwehr sichergestellt. Da man nicht genau sagen konnte, wie viele Menschen sich zum Unglückszeitpunkt in dem baufälligen Gebäude befanden, waren Feuerwehren und Krankenwagen zahlreich angerückt. Wir hatten ein sehr hohes Aufgebot an Rettungsmitteln hier vor Ort. Mehrere Rettungswagen, 3 Rettungshubschrauber, die Verletzten dann noch weiter verlegt haben. Und im Moment können wir von Glück reden, dass wir noch keinen Toten haben, dass alles nur Verletzte sind. Gegen einen 42-jährigen Hausbewohner wird wegen der Herbeiführung einer Brandgefahr ermittelt. Das Haus ist einsturzgefährdet und nun endgültig nicht mehr bewohnbar.